Hallo und herzlich willkommen, lieber Steinbock. Mein Name ist die Ruth Sabine und dies hier ist das Reading für die zweite Monatshälfte im März. Ja, ein bisschen verspätet, aber dennoch möchte ich mit dir in die Zeit vom 15. bis zum 31. März eintauchen. Was zeigt sich, was verstärkt sich, was verliert sich vielleicht sogar auch, wie geht es weiter? Wir schauen hier für dich und ja, zu diesem Video wird es wie immer eine Fortsetzung geben und die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Klick da einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Wir starten, lieber Steinbock, und wir starten mal mit einer Energiebotschaft für dich, die sich hier ja in dieser zweiten Märzhälfte aktivieren möchte, die dich hier begleiten möchte für Steinbock. Welche Energie begleitet Steinbock hier vom 15. Uhuhuhu bis zum 31. März? Die Lügenmärchen. Lieber Steinbock, da möchte ich ganz kurz hier in das Büchlein schauen, was hier dazu geschrieben steht. Schlüsselthemen: Verleugnung, die Wahrheit verbergen, um eine Situation beeinflussen und kontrollieren zu können. Von Angst geleitete Kommunikation, eine Geschichte erfinden, um sich hinter ihr zu verstecken. Nicht zulassen, dass die Angst davor, was andere denken, deine Worte beeinflussen. Lernen, von einem Ort der Authentizität aus zu kommunizieren. Ja, das ist auch das, was ich immer wieder zu dieser Karte wahrnehme. Die Lügenmärchen, die wir uns selbst erzählen, die Geschichten, die wir uns selbst erzählen und womöglich auch Themen, die uns im Außen begegnen, die wir nicht für wahr halten oder Geschichten, die wir für wahr halten. Also es ist immer so eine Sache mit den Lügenmärchen. Was erzählen wir uns selbst und was erzählt uns das Außen? Und um authentisch zu kommunizieren mit dir selbst, darfst du eben auch hinschauen, welche Geschichten erzählst du dir. Sehr spannend. Ich hatte die schon bei ein, zwei anderen Readings. Und das, was nicht authentisch ist, das kommt jetzt auf den Tisch. Liebes Universum, für Steinbock vom 15. bis zum 31.3. Was liegt denn jetzt? Was liegt im Jetzt? Truth. Guck dir das an, die Wahrheit. Ja, ich habe gerade noch so den Gedanken gehabt, es geht jetzt nicht darum, dass ich hier behaupte, alle Steinböcke erzählen Lügenmärchen. Stimmt ja gar nicht. Also klar, und wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, hast du Themen, hast du Geschichten in dir, wo du auch mit dir selbst nicht so 100% ehrlich bist, wo du dir Situationen schönredest. Jetzt geht es aber genau darum, aus diesen Mustern auszusteigen, die Wahrheit zu sprechen und authentisch zu sein, dich zu zeigen in dem, was da in dir ist, dich zu zeigen mit all den Hochs und Tiefs in dir, mit all dem, was da durch dich zum Ausdruck kommen möchte. Und es geht hier in erster Linie auch um Mut, lieber Steinbock. Wir schauen mal weiter. Das ist zu viel. Ja, guck mal hier. Mangel, Ass der Stäbe, Kraft, zwei Kelche, inneres Wissen, aber auch der Mangel. Und ich glaube, du erzählst dir hier ordentlich Geschichten, warum du was nicht kannst. Die habe ich auch. Warum ich was nicht kann.
So, was liegt hier in der Vergangenheit? Die Transformation. Und ich glaube, dass du dich sogar auch noch in diesem Wandel befindest. Wir haben hier den Tod, die Transformation. Etwas Altes endet, damit etwas Neues beginnen kann, damit etwas Neues geboren werden kann. Deine Wahrheit möchte hier geboren werden. Der Tod, das Gericht, kraftvolle Energien, die dich hier wirklich über eine Schwelle hinaustragen möchten. Etwas Altes endet. Vielleicht eine alte Sichtweise, vielleicht alte Gedanken, vielleicht Geschichten, die du dir bisweilen erzählt hast. Wir schauen mal weiter. Was möchte sich in der Zukunft aktivieren für Steinbock? Die Freude. Ja. Die Freude, die drei Kelche, die Freude, das Erntedankfest, die Lebendigkeit, der Genuss, die Lebensfreude, die Lust am Leben, die Geselligkeit, rausgehen, ausgehen, aber in authentischer Form, in Wahrhaftigkeit. Und auch mal zu sagen, okay, ich möchte heute mal alleine ausgehen oder ich möchte mich mal mit dem und dem Freund, der Freundin treffen. Oder ich möchte einfach nur für mich sein und in mir die Freude haben. Aber authentisch das zum Ausdruck bringen und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese Einladung, da muss ich hingehen, das ist gesellschaftlich verpflichtend für mich. Brauchst du das, lieber Steinbock? Spüren dir nach, brauchst du das wirklich? Feiere dich, feiere dein Leben. Was ist denn noch unbewusst? Vielleicht sagst du dir auch, ich brauche dieses ganze Tamtam nicht. Das ist mir alles viel zu viel. Spür mal hin. Was, wenn es doch Freude macht? Was liegt hier noch im Unbewussten? Ja, wähle weise. Wähle weise. Und da sind wir schon fast wieder bei diesen Lügenmärchen. Erkläre dir nicht, warum du was nicht kannst und nicht möchtest und nicht solltest oder was andere von dir verlangen, sondern atme, geh nach innen. Was ist deine Wahrheit? Was möchte jetzt durch dich zum Ausdruck kommen? Wähle weise. Wähle nicht den alten Weg, sondern sei in dir, sei bei deiner Wahrheit ganz authentisch bei dir. Du musst jetzt nicht, wenn jetzt eine Einladung kommt, Familienfeier, keine Ahnung, und du musst jetzt nicht sagen, nee, ich habe keinen Bock, weil ich Tante sowieso nicht sehen mag und Onkel hasse nicht gesehen, sowieso nur da rumbollert und da rummeckert, da habe ich keinen Bock drauf. Authentisch zu sein heißt auch ein Stück weit diplomatisch zu sein und klare Worte zu finden, aber klare Worte aus dir heraus. Du kannst sagen, ja, sehr lieb mit der Einladung. Und ich spüre aber in mir, dass ich da noch Themen mit unterschiedlichen Personen auf dieser Feier habe. Ich bin mir noch unsicher, ob ich dir zusagen kann oder nicht. Ich möchte mir diese Entscheidung noch ein Stück weit offen halten. Und dann kannst du in dir nachspüren, welche Vorstellungen projizierst du vielleicht sogar auch schon in die Zukunft. Und vielleicht geht es auch mal darum, ganz mutig offen zu sein und zu sagen, weißt du was, trotz dieser ganzen Vorbehalte, ich komme und ich lasse mich einfach mal überraschen. Wow. So, was liegt denn hier im Bewusstsein? Der Stern, die Wunscherfüllung,
die Hoffnung. Dein inneres Licht. Und ich glaube, dass genau da auch der Hase im Pfeffer liegt, dass du vielleicht sogar auch das Gefühl hast, dass dein inneres Licht an manchen Stellen nicht so gesehen oder gewürdigt wird, wie du dir das wünschst. Allerdings bist du auch damit im Außen. Vielleicht verstellst du dich deswegen. Vielleicht sagst du, gut, ich zeige jetzt nicht alles von mir, weil da Aspekte sind, die ich selber nicht leiden kann, die selber für mich so herausfordernd sind. Womöglich sagen andere, genau das ist es, was ich an Steinbock so wertschätze. Genau das ist es, was Steinbock so unverwechselbar macht. Mit dem Stern darfst du dich auch verletzlich zeigen. Du musst nicht immer deine großen Steinbockhörner vorne wegschieben und die Berge erklimmen und trotz allem durchhalten. Du darfst dich zart und verletzlich zeigen und auch zart und verletzlich in dir sein. Du musst dir keine Geschichten mehr über dich selbst erzählen. Wir schauen mal auf die Unterseite. Ja, hier der Wagen. Super genial, denn du triffst neue Entscheidungen. Gerade auch mit diesen vielen großen Arcana-Karten. Du triffst hier neue Entscheidungen. Du hast in jedem Moment die Möglichkeit zu erkennen, okay, folge ich jetzt einer Illusion? Lasse ich mich jetzt hier auf eine Geschichte ein? Oder spreche ich aus mir heraus die Wahrheit, das, was ich als authentisch wahrnehme, das, was ich gerade empfinde, mach mich vielleicht damit verletzlich, aber das Ganze kann zum größten Fest und zur größten Feier deines Lebens werden. Wow! Die Entscheidung liegt bei dir, lieber Steinbock. Und ich lasse das jetzt mal so stehen. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier für zusätzliche Impulse in der Fortsetzung bekommen. Denn hier liegt noch einiges verborgen, was aufgedeckt werden möchte. Illusionen, die aufgelöst werden möchten. Und genau da möchte ich jetzt mit dir hinschauen. Bis gleich.